Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und heute haben wir was richtig Lustiges wieder für euch rausgesucht, denn ihr kennt ja alle die Feldforschungen und den Feldforschungsdurchbruch. Da bekommt ihr ja dann immer aus der großen Box ein legendäres Pokémon hinterhergeworfen, fast geschenkt. Ihr müsst es nur noch fangen, aber das kann ja eh nicht fliehen, auf Level 15. Und im Dezember ist es natürlich ganz besonders, weil ihr könnt ja Arctos, Zapdos, Lavados, Raikou, Entei, Suicune bekommen. Da ist der Überraschungseffekt immer ganz groß, was jetzt aus der Box geschüttet wird. Die Vögel können auch als Shiny aus der Box entfleuchen. Und gestern habe ich mal auf dem Albamild-Account meine Box geöffnet und war ganz verdutzt, denn es war einfach ein Pixelmon. Hey, was ist ein Pixelmon? Das werde ich euch natürlich hier zeigen. Vielleicht habt das auch, ist es auch schon längst eingeblendet. Es war natürlich ein Lavados, aber das Lavados hatte, keine Ahnung, Parkinson, irgendwas. Es hat so hin und her gezittert und gemacht und war total verpixelt und verschwommen. Man hat den Ball auch nicht mal richtig gesehen. Man wusste überhaupt nicht, was ist denn jetzt Phase? Soll ich jetzt fliehen? Soll ich verlassen? Soll ich nochmal drauf? Und das ist natürlich lustig. Richtig dicker Bug am Rande, beziehungsweise hat sich die Grafik dann mal übelst verabschiedet. War aber ganz lustig, ich habe dann einfach ein paar rote Bälle drauf geworfen, auch einen Curveball zu werfen. War da sehr lustig, hat Spaß gemacht, einfach mal was anderes, um das Fangen ein bisschen aufzulockern. Habe dann trotzdem mal auf den blauen Ball gewechselt, den Superball. Habe mit den blauen Bällen mal probiert zu werfen, habe dann auch mal Bären verwendet, habe dann auch mal den gelben Ball probiert, habe das alles querbeet mal ein bisschen durch so, um für Abwechslung zu sorgen. Sah aber richtig lustig aus, auch zum Schluss. Man wusste eigentlich überhaupt nicht, ja, klappt das jetzt, klappt das nicht oder lässt sich das so gar nicht fangen, ist das jetzt komplett ein Fehler? Und es gab ja schon viele Fehler, mehrere Fehler, ein paar Sachen sind einem schon immer aufgefallen. Auch in der, einer hat mal gepostet, der ist in den Shop und der hatte einfach Minus-Coins dastehen. Normalerweise wird euch ja immer die Coin-Anzahl angezeigt und ihr wisst dann genau, okay, ich habe jetzt 500 Coins. Bei dem standen einfach minus so und so viele Coins da, also als ob der jetzt bei Niantic einen Kredit aufgenommen hat und schuldet Niantic noch so und so viele Coins, der hat die benutzt und muss sie dann aber erstmal Niantic zurückzahlen. Habe ich auch noch nicht gesehen, war aber auch lustig, dass das so angezeigt wird. Ihr habt das ja auch manchmal bei den Buddy-Distanzen, bei den Bonbons, dass dann plötzlich steht minus 10 Kilometer oder so. Also das Spiel ist wirklich lustig, das, da findet man immer was zum Feiern, immer irgendwas, genau wie, was war das noch, ach genau mit dem, ich hatte ja es letztens beim PvP eingeblendet, als mir eine Anfrage geschickt wurde und ich kämpfen wollte und sich dann einfach alles komplett aufgehangen hat, es übelst Schlieren gezogen hat, also so einen Schleier hinter sich her, man einfach die ganzen Texturen in einem anderen Menü hatte, die da gar nicht hingehören und man dachte, was ist denn jetzt schon wieder, was macht das denn die ganze Zeit? Oder eben auch dieses im Menü, wo die vielen Punkte dann stehen mit Pokémon, Items, Shop, Pokédex, dass da einfach das auch hinterher gezogen war und im Prinzip einen Pfeil gebildet hat, dass die Icons alle untereinander mehrfach da waren und auch an den Rändern hoch mehrfach, dass das einfach richtig ein Symbol dargestellt hat, ein Bild von einem Pfeil, fand ich auch lustig, wenn ich das finde, zeige ich das natürlich hier auch nochmal. Ansonsten seht ihr wahrscheinlich immer noch das Lavados, weil es doch ein bisschen hartnäckig war. Ist aber dann irgendwann drin geblieben und nach dem Fangen war es dann natürlich wieder normal, ein normales Lavados, was sich dann auch riesig gefreut hat. Das ist dann, das hat dann so rumgezappelt, weil ich habe mich selber genauso gefreut wie das Lavados, habe dann da einfach 2 Millionen Mal drauf gedrückt, habe es mal ein Stück gedreht, habe wieder drauf gedrückt, wieder ein Stück gedreht, wieder drauf gedrückt. Das habe ich dann nicht in Ruhe gelassen, das wurde richtig penetriert von mir sozusagen. Leider kein Shiny Lavados, was es ja natürlich auch schon gab, hat uns glaube ich der Quede mal gepostet, dass der ein Shiny Lavados aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen hat. Ist ja möglich, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, ich wiederhole mal alles 5 Mal, weil ich selber wahrscheinlich immer vergesse, was ich rede, aber kein Problem. Der Dezember ist ja noch ein bisschen und da werden einige noch die Chance haben, vielleicht einen shiny Vogel zu bekommen, den Vogel abzuschießen. Und wenn ihr das auch schon mal gesehen habt, wenn das bei euch auch schon mal aufgetreten ist, so ein Fehler, dass der Ball einfach so verwackelt war und rumgeglitscht hat oder der Vogel rumgeglitscht hat, ja, glitschige Vögel,
dann schreibt's mal in die Kommentare und... Oder wenn ihr andere Fehler gefunden habt oder euch aufgefallen sind, schreibt mal, eure Erfahrungen rein, was bei euch so aufgetreten ist. Und ich freue mich natürlich schon. Das war's aber für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.